Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, im heutigen Video gebe ich euch Tipps für den perfekten Start in Call of Duty Cold War. Natürlich fangen wir direkt an mit den Einstellungen. Und viele haben da am Anfang die falschen Einstellungen drin, unter anderem bei der Empfindlichkeit, wenn ihr euch drehen wollt und Gegner treffen wollt, dann könnt ihr die natürlich umstellen. Mit einer höheren Empfindlichkeit könnt ihr euch schneller drehen, im Nahkampf schnell euch umdrehen, Feinde eliminieren, aber auch leichter veraimen. Mit einer geringen Empfindlichkeit kommt ihr leichter klar am Anfang, könnt ihr durch leichter treffen und auf dem Gegner bleiben. Mein Tipp aber, probiert am Anfang in etwa eine mittlere Empfindlichkeit, in etwa auf 8. Wenn ihr damit nicht klarkommt, gerne höher oder geringer stellen. Mein kleiner Tipp, einfach da mal reinprobieren, wie ihr damit klarkommt. Natürlich auch bei der ZV-Empfindlichkeit im Visier. Wenn ihr unaimt, könnt ihr natürlich auch hier euch hin und her bewegen. Und auf dem Gegner drauf bleiben ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig. Mit einer höheren Empfindlichkeit könnt ihr euch schneller bewegen und könnt auch leichter den Gegner ausfindig machen und treffen. Natürlich, dadurch verwackelt ihr mehr und könnt weniger gut treffen, wenn ihr damit nicht geübt seid. Mein kleiner Tipp für Anfänger, erstmal auf 1 stellen, wenn ihr dann erfahrener seid, ihr euch mehr bewegt, dann gerne auf 1,5 stellen. Damit könnt ihr eigentlich relativ gut treffen und im Notfall gerade schnell reagieren, wenn noch ein Feind um die Ecke kommt. Dann natürlich geht's weiter, bei den Tastenbelegungen könnt ihr auch Taktik einstellen, damit könnt ihr euch schneller hinlegen oder halt schneller in den Nahkampf gehen, je nachdem wie ihr das gerade braucht. Ich bin einer, ich behalte eigentlich immer Standard, aber hinlegen und schlagen könnt ihr gerne auch tauschen. Viele kommen damit leichter klar und können dann natürlich noch schneller Feinde eliminieren. Mein kleiner Tipp, einfach gerne probieren, wie ihr wollt. Natürlich gibt es auch andere Einstellungsmöglichkeiten, eine Menge natürlich, Linkshänder, Charlie, Revolverheld und. Euch einfach durchgucken, wie es euch gefällt. Meine Empfehlung aber, belegt einfach auf Standard oder auf Taktik, denn damit kommt eigentlich jeder klar. Und mit ein klein wenig Übung auch kein Problem. Die weiteren Punkte könnt ihr nach Belieben ändern, aber ich empfehle euch, Vibration aktivieren, deaktivieren, je nachdem wie ihr damit leichter klarkommt. Und hier die Anvisierhilfe, die immer aktivieren, ihr gerade erkennen könnt, wenn ihr euch hin und her bewegt und ihr aimt am Gegner vorbei, ihr werdet minimal verlangsamt und dadurch könnt ihr auch leicht auf dem Gegner drauf bleiben. Wenn ihr die komplett aktiviert, könnt ihr natürlich drauf kleben, könnt ihr jede Kugel treffen. Und ja, wenn ihr dann mal nicht auf den Gegner drauf seid und ihr normal unaimt, könnt ihr euch normal bewegen wie immer. Bedeutet, ihr werdet verlangsamt, könnt leichter treffen und echt hilfreich für Anfänger. Gerne beibehalten, aktivieren und erfahrene Spieler könnt ihr auch gerne deaktivieren. Damit habt ihr weniger Treffergenauigkeit am Anfang, könnt aber schneller reagieren im Gangfight. Ja, einfach aktivieren, einfach drin behalten und go. Ach, hier noch ein wichtiger Punkt, Luftklettern verhalten. Einfach erklärt, damit könnt ihr dann beim Klettern entweder automatisch drüber klettern über eine Wand, wenn ihr gerade dran vorbeihüpft oder natürlich mit einem Doppeldrücker. Wenn ihr SCUF-Controller habt, gerne deaktivieren, wenn ihr keinen habt, lieber auf automatisch, denn damit könnt ihr euch ein paar Sekunden und Tasten ersparen. Und noch ein paar Feineinstellungen, da könnt ihr gerne noch eine Kleinigkeit umstellen, aber lieber nicht viel ändern, einfach durchgucken, welche Optionen ihr dann noch braucht. Aber der wichtige Punkt, Sprint nachladen, abbrechen. Bedeutet, ihr feuert gerade, habt noch ein paar Kugeln übrig, wollt nachladen, aber ein Gegner kommt um die Ecke. Wenn ihr gerade Sprinten drückt, könnt ihr Nachladen abbrechen und sofort weiterfeuern. Im Normalfall werdet ihr nicht Nachladen abbrechen, euer Charakter wird weitermachen. Total nervig, mein Tipp, immer aktivieren. Natürlich könnt ihr unten noch ein paar Kleinigkeiten ändern, wie ihr wollt, aber im Normalfall braucht ihr da nicht viel ändern. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, FOV. Damit könnt ihr eure Sichtfeldeinstellungen ändern. Entweder komplett auf Many, damit zoomt ihr richtig rein, oder auf volle Pulle, damit könnt ihr natürlich einen Rundumblick generieren, könnt leichter eine Menge Feinde ausfindig machen, aber ja, auch schneller optisch laufen, ihr werdet nicht dadurch beschleunigt, ihr habt nur eine optische Täuschung. Und apropos Optik, könnt ihr gerne ändern wie ihr wollt, mein Tipp wäre aber 90 oder 100, denn damit könnt ihr leicht Gegner finden und auch im Normalfall gut klarkommen. Na dann, meine Freunde, werden wir heute fertig mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, natürlich hier gerne meinen Kanal abonnieren. Daumen nach oben wäre schön. Und dann haut rein, good luck hier in Call of Duty Cold War und bis im nächsten Video.